Das Spielchen können wir jetzt, glaube ich, etliche Male machen. Aber warum nicht? So. Mal kein Phosphor, sondern Calzone. Jetzt steht er. Jetzt steht er auf. Ja, ich hab sie. So, schauen wir mal. Oh, drei. Runter. Das leidige Thema bei Adventures im Main- und Herzogin. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Mit Strohhalm? Keine Chance. Ich werde bis zu. Mit Lampe? Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach. Ja, ihr müsst im Dunkeln leuchten, ne? Also doch wieder die Phosphorwatte. Ja. Jetzt steht er auf Phosphor. Lass sie dir schmecken. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Kalzone. Man weiß nie, was drin ist. Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Errungenschaft, Freiheit, Gourmet. Ja, danke. Dafür ist das also. Na komm. Phosphor. Zum Turm. Dann einmal beleuchten. Leuchtende Zuckerwatte an Wahl. Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Er sieht mich auch so, zumindest schaut er direkt in wie eine Katze. Ich mag Katzen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich jetzt doch die Geschmacklose brauche, ja? Weil die aussieht wie Krass. sonst irgendwas. Ich probiere jetzt noch die Geschmacklose. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich eine Aufnahmepause und gehe in mich und überlege, was ich sonst noch tun könnte. Weil ich muss ja da weiter. Jetzt steht er auf geschmacklos. Moment. Sardellenautomat. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Komm, gib mir Zuckerwatte, die leuchtet. Jetzt steht er auf. Warum nicht ein Jetzt Fisch? steht er auf. Ja, ich weiß, doch einen Fisch am Stock kriegen kann. Wieso nehme ich Zuckerwatte? Bei einem Meeresbewohner. Oh, manchmal, aber nur manchmal, sollte ich mir ernsthaft Gedanken machen über meine geistige Stabilität. So. So, mein liebes Säugetier, möchtest du vielleicht eine Sardelle am Spieß? Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Das Auge muss wohl heute aus. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Kann ich den vielleicht da hinhängen? Komm, Fischi, Fischi. Puh. Komm, Fischi, Fischi. Puh. Er sieht sie. Komm, Fischi. Puh. Er sieht sie. Gibt denn hier sonst noch irgendwas? Müllberg, komm ich hier vorbei. Haken. Wahl. Keine Chance. Ich werde bis. Keine Chance. Ich werde. Gut. Ach nee. Das Auge.
Das Auge. Komm, Fischi. Puh. Ist wohl auf. Komm, Fischi. Puh. Ist wohl auf die. Wie gesagt, ich probiere jetzt noch gerade die weiße Zuckerwatte zu holen. Ich kann ja hier mal die Satelle in den Tümpel werfen. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Kann ich vielleicht mit dem Strohhalm? Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Kann ich vielleicht ins Meer? Schnorchel. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ein Rambo. Aber ja, ich probiere es einmal mit der Zuckerwatte. Muss ja irgendwie gehen. Kann ich mir noch einen Kaugummi ziehen? Ist wohl nichts mehr. Gut, kann ich mir nicht ziehen. Jetzt steht. Also, lass dich schmecken. Sie schimmert leicht im Dunkeln. So, und einmal hier rein. Auf ein letztes. Wenn das jetzt klappt, dann drehe ich durch. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie an. Gut, damit mache ich jetzt eine Aufnahmepause und gehe in mich, überlege, was ich sonst noch tun könnte, weil die Datasette kann ich nicht benutzen. Stroh habe ich, damit könnte ich vielleicht schwimmen gehen, aber naja, geht nicht. Lampe. Die Watte müsste schon im Dunkeln, aber das Einzige, was sie kann, ist nach. Genau. Das Auge muss. Gott, nee, also wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier zu tun hätte noch und. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. So, willkommen zurück. Ich hatte da eine Eingebung, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert. Er sagt ja immer... Der Wal sieht hungrig aus. Das heißt, er möchte ja was essen. Er sieht es aber nicht. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Das heißt, er braucht etwas, was leuchtet, was das Phosphor ist. Und Fische, das ist ja ein Säugetier, möchte ja Sardellen. Kann es eventuell sein, das probiere ich jetzt aus, dass ich die Sardelle in die Phosphor stecken muss. Wenn das nicht geht, dann kriege ich in die Lösung rein. Dann habe ich keine Lust mehr. Aber ich probiere jetzt einfach das aus. Jetzt steht er auf. Jetzt steht er. So, Sardelle, Phosphor. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich Jawohl. Hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Maschine, ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Die Idee war gut, die Umsetzung war mangelhaft. Okay, nicht mit der Zuckerwatte, sondern mit dem Phosphor auf dem Boden, wo ja so wenig davon ist.
Oh mein Gott. Also, viel gelaufen für nichts. Es werde Licht. So, leuchtender Köder. Jetzt wirst du aber, weil ich den Fisch nicht mehr. Fischi? Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Man sieht eindeutig Sardelle noch, ja. Wunderbar. Hochbootwrack. Okay. Truhe. Ein Hochbootwrack. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ja, warum aber auch? Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Ah ja, man handelt Menschen auf Deponia. Ich meine, es ist so viel zu tun auf Deponia. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte... Ah, ja. Boot. Kiste war nichts. Ach, das ist nicht der Scheiber, sondern das Boot direkt. Hier ist sonst nichts. Also auf in die Kajüte. Zum Kutter. Na, wen haben wir denn da? Ach, guck mal an, der Doc. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesem Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten! Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut. Das war einfach. Wie kommt die ich her? Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Richtig. Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Das wissen wir ja. Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Oh, meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Aha, und was ist jetzt der Eject-Knopf? Nein, viele Frauen reagieren mit die ganze Anlage, wenn man hier unten rumspielen würde. Ja, weil man sagt ja, hupen. Aber, nein, hier sind schon viele Knöpfe, aber was ist der Eject-Knopf? Das wird doch hier irgendwo sein. Ach, der ganze Teil ist die Datasette. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Richtig. Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? Nein, nur die habe ich bei Wendel in die Dusche gestellt. Also, guck mal, das ist ein Staubwedel. Genau, was ich brauche. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue.
Okay, ich würde ihn nicht be... Na, Schlüssel. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Er macht doch gar nichts. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Was? Mit Rest ist das denn? Und er behält den Schlüssel. Sag mal, wie dreist ist das? Jetzt reden wir mal mit Doc noch. Normalerweise kann ich Besserwisser nicht ausstehen. Aber Doc ist ein feiner Kerl. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Tja. Der will ein Pirat sein? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Zumindest lügt er wie einer. Rufus, also wirklich. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich... Oh, Rufus. Hä? Dachte ich mir's doch. Rufus? Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Welchen Gehirnimplantat war gerade nochmal defekt? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. Ja, Rufus. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich zwei gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Halt meine Mutter da raus, ja? Sei vorsichtig. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang... Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Gut, dass Rufus zuhört. Feinmechanik studiert und, Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. Gott, bevor wir suchen gehen, nein, hier gibt's nur noch die 3 Staubbeutel.